Meine Damen und Herren, Zeit für die Enthüllung des Abends. Begrüßen Sie mit uns zusammen den König der Mattscheibe. Hier ist Oliver Kalkofe. Du wirst uns jetzt eine Pressekonferenz geben und ja. Du weißt allerdings noch nicht genau, worüber du redest. Weil, aber ich meine, wer weiß schon im deutschen Fernsehen, worüber er redet oder wovon er redet. Das ist nichts Neues für mich. Ich zeig's jetzt schon mal den Zuschauern hier und den Zuschauern zu Hause. Das ist natürlich in gewisser Weise schockierend, aber irgendwie muss man ja sein Geld verdienen heutzutage. Tragisch. Alter Vater. Das Lachen klang etwas pervers. Ja. Wenn ich das so deuten kann. Ja, doch, du bist da in der richtigen Richtung. So, ich bitte dann mal die anwesende Journalie um ihre investigativen Fragen. Ja, ich freue mich erst einmal sehr, heute hier sein zu dürfen, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Denn ich bin sehr stolz und glücklich, dass ich mit dieser Meldung endlich an die Öffentlichkeit gehen kann. Deswegen bitte Ihre Fragen. Ja, Welke vom Politikteil der Coupé. Schämen Sie sich eigentlich nicht? Nein, nein. Sagen wir mal so, ich bin nicht mehr jung und brauche das Geld. Ja. Und ich muss sehen, wo ich bleibe. Sicher. Mierendorf vom Goldenen Huf. Was sagen Ihre Eltern dazu? Die sind sehr stolz auf mich. Ehrlich gesagt, haben die mich auch ein bisschen dazu getrieben. Also schon früher immer gefragt, sag mal, wie wär's denn mal, wenn du in die Richtung, weil das wünscht sich jede Mutter natürlich. Ja. Meine Mutter ist sehr stolz auf mich, egal was ich tue. Ja, Kebekus von der Wendy. Wo haben Sie ihn denn kennengelernt? Das war auf dem Kinderspielplatz, wo wir. Ja. Ja, am Klettergerüst. Ja. Ich hatte gerade Drehpause. Und er ist da öfter, glaube ich. Ja. Sie arbeiten ja normalerweise eher ohne Partner. Warum gerade er? Nun ja, es ist so, sag ich mal, die unterkühlte Erotik. Ja, also gerade bei ihm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, er ist schon immer mein Typ gewesen. Nee, ja. Ja. Also ich hätte ihn auch als Frau, aber so wie auch immer. Ja, das ist ja kein weiter Weg. Nein, im Grunde wollen Sie einfach den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, ne? So sieht's ja aus. Ja. Hat man bei dem, wie ist das, wenn man in dieser ständigen Angst lebt, dass im nächsten Moment der Hotbutton zuschlägt? Ja, ja. Das muss doch ein Albtraum sein. Ja. Ja, das ist gut. Ich sag mal, 9 Live wird oft überschätzt. Es ist aber in Wirklichkeit ist es der Hotbutton ist ja ein guter Freund. Ja, also man hofft ja immer, dass der zuschlägt, ja. Ne? Dass der reinkommt und in die Fresse haut, sozusagen. Ja. Kolleginnen von Ihnen, die ziehen ihr Oberteil aus, wenn man eine richtige Antwort gibt. Sind die nicht neidisch, dass sie gar nichts mehr auszuziehen? Gar kein BH mehr haben? Dass ich schäme mich ja nicht meines Körpers. Ich meine, ich bin ja auch einer, der ihn zeigen kann. Ja? Absolut. Absolut. Oder nicht? Natürlich. Ja? Und deswegen tue ich das gerne. Also ich moderiere gerne nackt. Auch meine ersten Sendungen früher, die es nur auf Video gibt, habe ich genauso. Und Ihr Kollege auch, der hat da auch kein Problem mit. Sonst immer diese schönen Anzüge an, ne? Hatte der keine Hemmung, weil sein Publikum ist ja eher konservativ, ja, muss ja, man ja, sagen. Klar. Nö, also um ehrlich zu sein, war das seine Idee. Ja. Ist er denn überall blond und gescheitelt? Ja, also ich sag mal, die Frisur oben und unten sind ungefähr gleich. Oh Gott. Wird er denn auch selber singen? Wird er auch selber singen? Er wird natürlich selber singen und ich hoffe, dass ich ihn begleiten darf. Also vielleicht er singt, ich blase. Weil je nachdem, was man. Was so geht. Ich denke, das passt in die Richtung. Trompetenstück. Und läuft das bei euch dann so rum, dass wenn die Leute was richtig raten, dass ihr euch dann zur Belohnung anzieht, sozusagen? wir sind noch nicht ganz so weit. Also ich meine jetzt, wir moderieren nackt. Das ja. Ist ja, ja, das ja. Ist ja schon mal, klar. Ne? Wie weit wir da gehen, also ob wir dann uns vielleicht eben anziehen oder mit Fingerfarben bemalen oder auch ein bisschen, ich meine, es gibt ja auch viel zu entdecken am gegenseitigen Körper. Wir wissen ja noch nicht, was man
was man machen kann. Ne? Ja. Und ich meine, wenn der Hotbutton nicht da ist, wer weiß, wo man dann draufdrückt oder dran zieht. Ja. Es ist ja mal so, müssen ja mal schauen. Ja. Ihr Kollege konnte nicht kommen, bei dem ist mehr so das Motto, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Und also ich meine, der Florian und ich. Ja. Sehr glücklich, dass wir... Ich bin sehr froh über diesen Karrieresprung. Also jetzt mit Florian nackt auf 9 Live. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Sendung. Ich will auch. Dankeschön.